So, wir sind jetzt hier angekommen in Travemünde, die Störangler. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen warten auf unser Kutter. Und dann schauen wir mal, was geht. Die Störangler. Ja, ein herrliches Wetter heute hier. Wir werden von 7 bis ca. 16 Uhr raus auf die Ostsee fahren und dann hoffen wir, dass wir Dorsche, Butt und vielleicht noch Makrelen fangen. Jetzt kommen wir gleich auf die richtige Ostsee. Das dauert auch noch ein Stück, bis wir da sind. Das ist doch die Ostsee. Ja, aber das dauert noch, bis wir da sind. Eine Stunde bestimmt noch. Nein, so lange nicht, aber ein bisschen mehr. Hauptsache, wir haben ein bisschen Spaß. Ich habe auch nur zwei Boxen. Das wird, glaube ich, auch richtig lange dauern, bis wir das wieder alles wieder auf dem normalen Stand haben. Ausgestiegen wieder. Kannst du mal bitte kurz für 5 Sekunden festhalten? Ja. Jo. Endlich. Endlich habe ich einen. Doch. Wurde auch mal Zeit. Nehme ich aber auch mit. Endlich doch. Kann auch zwei sein. Oh, noch einer am Pegel. Ja, komm mal. Oh, quer der. Na, der kommt. Ja, Petri. Nehme ich aber mit hier. Petri, danke. Milan, ich hab endlich einen. Tot hauen und in den Eimer. Wo hab ich ja nicht. Wo denn rein? Zwei Wittlinge und ein Hering. So, hier das Naturködersystem, 80 cm lang. Einmal hier der Wattwurm. Dann da unten das Bärenblei, 80 Gramm. Und da unten auch nochmal ein Köder. Somit haben wir zwei Möglichkeiten, gleich den Butt zu überlisten. So, der nächste Spot ist angefahren. Schauen wir mal. Zwei Wittlinge und ein Hering. Vom Hänger. Ja, genau. Den Hänger nicht, aber. Du hast einen Fisch. Nee. Scheiße. Muschel. Du hast schon wieder eine Muschel gegeben. Auf zum nächsten Spot. Es läuft nicht so gut. Die Dorsche sind nicht da. Aber vielleicht kriegen wir doch nochmal eine Platte. So, jetzt geht's auf Butt. Schauen wir mal. So, Mila mit dem ersten Dorsch, leider untermaßig, der geht gleich rein. Zeig nochmal. Worauf hast du ihn jetzt gefangen? Auf einen kleinen pinken Pilger. Sauber, vielleicht geht der nächste nochmal. Ja, hoffe ich. Dann weiter. Petri. Petri da. Ja, hier nochmal ein paar
Schmetterlinge und Heringe. Viel war es heute nicht, aber wir werden das nochmal probieren und dann läuft das bestimmt besser. So, da wird nochmal der Wittling ausgenommen und ausgewaschen und dann kommt er gleich in die Kühltruhe. Danke euch, die Störangler.